Ja, guten Tag, Frau Steiner. Hallo, Frau Gabler, wie geht es Ihnen? Wenn es wirklich jetzt... Stopp! ...irgendwann in den nächsten Monaten sein sollte, dass einer von Ihnen verstirbt... Vergiss meine Mütze nicht, ne? ...wahrscheinlich Sie, was ich nicht hoffe. Wir können den Monitor abstellen. Und dann brauchen Sie das nur unterschreiben, mir schicken und ich mache alles fertig. Ah ja. Ja, Gabler, guten Tag. Tja. Mein Mann ist verstorben. Dann kommt es darauf an, dass der Patient so schnell, so schön hängen, also dargestellt wird, dass es nicht bedrohlich für den Angehörigen aussieht. Mein Beileid. Traurig, aber voll schöne Erinnerungen nehmen wir Abschied. Welches Papier haben Sie sich jetzt entschieden? Ach, oder? Die kann man als Doppelgrabstelle nehmen. Die kosten gleich. Viel zu plötzlich hast du uns verlassen, sodass ein Gesamtbetrag von 4.570 Euro wäre. Wenn du jetzt älter warst, wie du darüber jetzt gedacht hast, dass sie jetzt einschränken musst, denke oder? Ich offensichtlich gerne drüber nach. Und sonst viel zu tun? Was geht? Also, dass Sie auch noch mal näher an Ihre Trauer herankommen. Der Friede sei mit dir. Wenn es geht, will ich nur Positives noch erleben, solange es geht. Und nicht an das Negative denken.